Hallo, hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich mega. Meine Glossy-Box hat mich erreicht für Monat. Was haben wir jetzt? Juni. Genau, Monat Juni. Ich bin schon verwirrt. Also die Zeit läuft so schnell und wir haben jetzt schon Sommer. Ich möchte nicht daran denken, dass wir bald wieder Weihnachten haben. Warum läuft die Zeit so schnell? Warum haben hat der Tag so wenige Stunden, ich schaffe einfach gar nichts. Ne, ihr kennt das garantiert auch, diejenigen, die arbeiten jetzt Teilzeit, Vollzeit, keine Ahnung, Kinder haben, Haushalt und dies und das, Ananas jetzt in der Sommerzeiten, wenn die Tage wärmer sind, man will raus, aber man hat auch was im Haushalt zu tun und manchmal hat der Tag tatsächlich zu wenige Stunden. Aber egal, ich freue mich auf jeden Fall auf meine Glossy Box. Und zwar, die sieht diesen Monat so schön aus. Guck mal, blau. Die ist in blau. Frische Brise ist das Motto. Also marinmäßig ist das. Also auf jeden Fall mega schöne Box. Ich bin sehr gespannt, was wir diesen Monat da drinnen finden werden. Sehr, sehr, sehr gespannt. Also ihr seht, ich bin sehr aufgeregt und ja. Und die machen immer auf mit Schleifchen, alles in blau gehalten. Da haben wir so einen QR-Code wie immer. Ne? Kann man einscannen. Als erster entweder liegt schon ein Goodie bei mir hier drin. Ne, kommen wir gleich zu. Und so sieht der erste Blick in die Box. Es ist alles in blau gehalten. Weiß-blau, das ist echt der Wahnsinn. Wahnsinn. Also da haben die tatsächlich was dran gedacht, die so zu packen, dass es ein bisschen alles so abgestimmt ist, eine frische Brise und das Goodie ist auch so grünlich, haben wir hier von Alverda Naturkosmetik Hydro Refresh Serum, bewährte Formular, keine Ahnung, vegan, auf jeden Fall so ein Ding hier zum Ausprobieren. Finde ich nicht schlecht, kann man immer ausprobieren, bin sehr, sehr, sehr gespannt, also das ist garantiert so ein Goodie, ne? Dann haben wir hier noch was von Alverda. Nicht nur Gute, sondern noch etwas. Hydra Refresh Gesichtspflegespray. Ultraleichte Feuchtigkeit, Pflege mit Bioalgen und natürliche Hyaluronsäure. Haben wir hier so ein Teilchen. Ja, why not? Wie gesagt, frische braucht man jetzt in den warmen Tagen. Dann haben wir hier was ganz Tolles. Ich weiß nicht, nicht alle mögen das. Glow on Beauty oder so. Cooling Face Globes. So ein Teil. Bin sehr gespannt. Machen wir mal zusammen auf. Auf jeden Fall ist das fürs Gesicht wahrscheinlich zum Auffrischen. Das ist auf jeden Fall Glas. Da kann man in den Kühlschrank tun, dann wird das kühl. Und dann kann man wahrscheinlich so mit Kreisen bewegen oder so. Das Gesicht morgens oder so erfrischen. Ja, aber es ist auf jeden Fall Glas. Ich hoffe nicht, wenn das runterfliegt, was bei mir sehr oft ist. Also ich muss jetzt richtig feste halten. Ich bin auch so ein Tollpatsch, dass es nicht bricht. Ne? Das wird ja schade sein. Aber ansonsten, an sich ist das nicht... Seht ihr? Es ist was schon runtergeflogen. Ich sag euch. Das ist eigentlich nichts für mich, weil ich bin sehr tollpatschig. Ein Wunder, dass ich mein Handy noch nicht kaputt gemacht habe. Darf ich aber nicht laut sagen, denke ich mal, sonst geht es heute runter. Oh mein Gott, jetzt habe ich das ausgesprochen. An sich ist das gar nicht so schlecht, das Produkt. Ne? Vielleicht haben mal so manche schon davon sehr viele, weil wir haben auch dieses Jade-Roller und diesen Quarzstein oder wie das aussieht, so ein Herzchen-Ding. Jetzt ist noch so ein Teil dabei, es sind so viele Tools. Ich weiß nicht, ob ich morgens tatsächlich so viel Zeit finden würde, um so ein Ding zu machen. Wahrscheinlich eher am Wochenende, wenn ich morgens so früh nirgends hin muss. Wie ihr wisst, mit zwei Kindern ist es normal, dass man Samstag, Sonntag irgendwie irgendwo verbringt, ne? Aber ich werde es versuchen auszuprobieren. Dann haben wir hier was Tolles. Ich mag die Marke sehr gern und das ist irgendwie neu. Soll da die Duftrichtung oder so sein von 8x4, so ein Deo. Haben wir hier Puro Freshness, ne? 48 Stunden Schutz soll das frisch sein, ne?
Mint-Effekt. Sprühe ich mal. Das riecht sehr, sehr leicht. Sehr leicht, aber auch süßlich. Das ist jetzt nicht ganz frisch. Es ist auf jeden Fall süßlich. Aber nicht zu stark. Also ich mag es, ja. Auf jeden Fall für Sommer. Das sehr gut. Ich mag die Marke auch. Dann haben wir hier noch was ganz Großes. Cetaphil. Von Cetaphil habe ich hier Pro. Extrem trockene und rissige Haut. Ultra mit Urea 10%. Aufbauende, intensive Fußsalbe ist das. Okay. Das ist für Füße. Das ist für ganzen Körper, wäre nicht schlecht. Füße klinisch getestet, ne? Regenerierend und geglättet, riesige Haut. Tiefenwirksame Feuchtigkeitskomplexe. Ja, kann man gerne ausprobieren, ne? Warum nicht? Aufbauende, intensive Fußsalbe. Ja. Für Sommer, also es ist tatsächlich gedacht, also so für Sommer, für offene Schuhe, so gepflegte Füße wäre natürlich nicht schlecht. Ne? Man geht dann ins Freibad, vielleicht fliegt man in den Urlaub am Strand. Und wenn man da liegt, wäre es schön, wenn die Fersen und die Fußsohlen tatsächlich ein bisschen gepflegter sind. Ne? Man kennt das. Nicht alle oder die meisten mögen Füße nicht und vor allem fremde Füße. Und wenn die dann gar nicht gepflegt sind, ist das doppelt so schlimm, finde ich. Also von daher kann es gut drin sein. Dann habe ich hier von Biotean so ein kleines Prüppchen. Und zwar, was bist du? UV mit UV, bla bla bla. Ich, keine Ahnung. UV Hydration. Ich denke mal, das ist sowas wie sonnenschutzmäßig oder Creme. Eva vorhin, das ist das Kindreflex. Auf jeden Fall ist das fürs Gesicht. Protection Hydration Fluid Event for Sensitive Skin, genau, für sensible Gesicht, glaube ich, ist das geeignet. Ja, so ein kleines Cremo-Prübchen. Dann haben wir hier, was habe ich auch, glaube ich, noch da, von L'Occitane, Handcreme, genau, mit 20% Shea Butter. Perfekt für Handtasche. Sehr schön weicher Material drumherum, weil wir hatten auch mal Cremen gehabt, die sehr, sehr, sehr stabil waren. Also mag ich gar nicht. Die Marke ist nicht schlecht, habe ich auch da, glaube ich, habe eine schon sogar in Verwendung. Und als letztes Produkt haben wir hier so ein schönes Teilchen. Und zwar ist das von Kindle Beauty Kind Bronzing. Ein Bronzer haben wir hier. Ja, perfekt. Natürlich Bronzer für Sommer muss sein. Passt genau richtig, aber sehr, sehr dunkles Bronzer. Nein, sehr, sehr dunklen Nuance. Blissful Bronzing heißt es. Na? Sehr, sehr, sehr gespannt. Nicht für helle Häubchen oder diejenigen, die nicht so jetzt braun werden im Sommer. Wir haben ja. Ich habe auch im Bekanntschaftskreis, Familienkreis Menschen, die weiß sind von Natur aus. Und wenn die dann in der Sonne sind, dann sind die mehr rot als braun. Dann kriegen die einen ganz, ganz leichten Bräune beim ganzen Sommer und das war's. Also für die, glaube ich, wird das ein bisschen zu dunkel sein, oder? Also an meiner Haut ist das, sieht man kaum, weil ich bin schon in kurzer Zeit, sage ich mal, relativ braun geworden. Ne? So sieht das aus. Für mich würde es, denke ich mal, passen. Ne? Für ganz, ganz hellen weiß ich nicht, ob das so passend ist. Ich rede zu viel, denke ich mal. Ne? So ungefähr starten in den Tag. Reden wir mal ein bisschen. So, die Box ist leer. Auch Grubbelpapier haben wir und das alles in Blau gehalten. Finde ich echt schön, was die da immer ausdenken zu jedem Monat quasi, weil es ist auch sehr, sehr aufregend, immer jeden Monat mal zu gucken, wird das ganz normale Box sein oder wird das doch etwas Schöneres ausgedacht, weiß ich nicht. Ne? So, tun wir mal alles zusammen so ungefähr, ne? Fazit, Füße, Pflege auf jeden Fall,
Deo, damit man nicht stinkt. Schutz vor Schweiß, ich weiß nicht, also schwitzen tue ich immer ganz, ganz wenig im Prinzip. Ne? Bin nicht der größte Schwitzmensch, habe ich schon erwähnt, was gut ist bei mir. Nicht alle haben so ein Glück, sage ich mal, aber trotzdem benutze ich natürlich Deo. Ne? Man will gut riechen und wenn ich doch dann anfange zu schwitzen, was auch passiert, ganz bisschen, dann will ich auch Schutz haben. Also, Füße gepflegt, Deo haben wir. Dann haben wir was für Gesicht, was Erfrischendes für Sommer, warum nicht? Super. Dann haben wir was für Erfrischung vielleicht abends nach dem schönen langen Spaziergang an der Sonne oder am Strand oder sonstiges, nicht die Haut zu beruhigen abends. Kühl nach dem Kühlschrank, bevor man schlafen geht, nach dem Duschen oder morgens. Also finde ich auch nicht schlecht. Dann haben wir eine Gesichtscreme mit. Ich glaube, gegen UV-Strahlen, weiß ich nicht. Auch ganz gut. Ein kleines Pröbchen Handcreme. Auch im Sommer braucht man Handcreme. Die Hände müssen auch im Sommer gepflegt werden. Die werden auch trocken oder juckend oder auch schwitzend. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall Handcreme ist auch gut. Ja. Und natürlich ein Bronzer. Ja, warum nicht? Mal ein bisschen Bronzer drauf. Im Prinzip im Sommer braucht man sich nicht so viel schminken. Ich schmink mich auch im Sommer nicht so viel. Mag ich nicht. Dann mache ich noch eine BB-Creme oder so. Bisschen Bronzer, wie heute zum Beispiel. Na, ein bisschen Bronzer, Blush, Highlighter habe ich. Also sind schon viele Sachen. Ne? Wimperntusche, Augenbrauen und ein Lippi mit BH-Dings. Ne? Also, dass die Lippen. Rosa werden. Ich glaube, ist auch von Kindle, von der gleichen Marke. Habe ich diesen Stift auch mal in einer Box. Also auf jeden Fall schöne Box. Dann haben wir hier so ein Goodie als Serum zum Ausprobieren. Auch nicht schlecht, finde ich. Also an sich, die Box hat mir gut gefallen. Ich werde den Preis hier anblenden, was das an Wert ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bekomme einen Daumen nach oben, ein Abo wäre auch mega toll. Ich mache jetzt nicht mega, mega viele Videos hier, aber so ein, zweimal in der Woche kommen schon ein paar Videos vielleicht, ne, rein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Wiedersehen.